Die Sondierungsverhandlungen zur Aufnahme von Koalitionsverhandlungen haben sich in einigen Bereichen bereits, was die Tiefe der Gespräche anlangt, zu Koalitionsverhandlungen entwickelt. Deswegen ist auch die Verhandlungsdauer länger. Alle diejenigen, die behaupten, es gäbe keine Unterschiede mehr zwischen den Parteien, können jetzt sehen, dass es sehr wohl solche Unterschiede gibt. Und zwar streckenweise auch sehr tiefgehende Unterschiede. Und es gilt nun, trotz dieser Unterschiede diesem Land eine gute Regierung zu stellen. Dafür tragen alle, die jetzt an diesen Sondierungen beteiligt sind, eine Verantwortung. Die Gespräche haben gezeigt, dass wir in einigen Kernbereichen doch noch mehr miteinander reden müssen. Da ist einmal das Thema Klimaschutz mit all den Konsequenzen, die damit auch verbunden sind. Da sind wir von der Unionsseite aus bereit, was die Reduzierung der Kohleverstromung anlangt, entgegenzukommen. Da ist das Thema natürlich mit Migration und Familiennachzug ein zentrales Thema. Wir haben dann auch das Thema Haushalt. Die Wünsche, die geäußert worden sind, sind bei Weitem über dem, was wir als Möglichkeiten uns mal angeschaut haben. Darüber muss auch noch geredet werden. Und sodass man sagen kann, insgesamt noch große Brocken. Trotzdem glaube ich, dass es gelingen kann. Die Bereitschaft spüre ich bei allem. Es muss sich jetzt jeder noch ein Stück bewegen. Und vor allem glaube ich, dass es jetzt an diesem Wochenende die Sondierungen beendet werden müssen. Wir sind jetzt 4 Wochen miteinander unterwegs in den Sondierungen. Es muss an diesem Wochenende jetzt dann auch zu einem Ergebnis kommen. Trotz der schwierigen Gespräche bin ich optimistisch, dass dies gelingen kann.